Okay, wo wir gerade beim Thema ABK, QNTV und so weiter sind, werden wir uns jetzt anschauen, ABKs Brieffreundschaft mit dem Anwalt, ja? Der hat ein neues Video rausgehauen. Ich bin gespannt, was da so kommt. Na, danke für die Follows übrigens, liebe Gethaus. Es liegt daran, dass im Hintergrund gerade ein bisschen viel los ist und noch so andere billige Gründe, die ich euch aber auf jeden Fall jetzt nicht ganz genau nennen werde, weil ich das gerade aus bestimmten Gründen nicht kann. Vielleicht kommt ja an Schale irgendwann mal der Tag, an dem die Wahrheit ans Licht kommt. Aber ich erzähle euch mal so ein bisschen. Es geht nämlich um Folgendes. Ich habe in letzter Zeit so, boah, lasst mich nicht lügen, ich glaube 8, 9 Briefe von Anwälten und Gerichte bekommen und sonst was. Weil ich YouTube-Videos mache, Mann, danke. Hallo, sehe ich etwa aus wie ein Kanal, wo ihr nicht kommentieren könnt, dass ihr denkt, dass wir hier auf YouTube Kids sind oder was? Die denken, ich bin so ein 14-jähriger Junge, den die jetzt damit irgendwie Angst machen können, wenn irgendwie ein Brief von, weiß ich nicht, Anwalt oder sonst was kommt. Ich meine ganz ehrlich, meine Mutter kann eh nicht lesen und schreiben, die weiß sowieso nicht, was da drin steht. Von daher, ob der Brief jetzt gelb, weiß oder sonst was ist, ich krieg eh keinen Schläger zu Hause. By the way, wo wir gerade bei Briefe sind und sowas, die Leute, die es schon auf Instagram gesehen haben, die wissen, was ich meine. Heute gucke ich aus dem Fenster. Ist ein seltener Anblick, dass ich mal aus dem Fenster gucke, aber ich gucke aus dem Fenster, sehe ich auf einmal Polizeibehörde. Ich dachte mir, oh nee, die ist vor meinem Haus, die Polizeibehörde. Ich wusste direkt, ich habe einen Strafzettel. Mir war es ganz klar, dass ich einen Strafzettel habe, weil mein Parkausweis ist abgelaufen vor einer Woche und irgend so ein Allmann-Nachbar hat safe die Polizeibehörde mal wieder angerufen, beziehungsweise das Ordnungsamt mal wieder angerufen und gesagt, der hat seit einer Woche keinen neuen Parkausweis, der muss jetzt dringend ein Bußgeld bezahlen. Wir haben so einen albernen Nachbar, ne? Wir haben wirklich so einen extremen albernen Nachbar, der extra in die Autos guckt und dann sagt, ja, der parkt seit einer Woche unerlaubt, mal bitte eine Strafanzeige. Mal bitte ein Bußgeld verschreiben. Rotz. Ja, das macht halt niemand. Übrigens, die ganze Straße, also, was heißt die ganze Straße, ist jetzt nicht so überlang, aber 3 von 4 Autos haben einen solchen Zettel bekommen. Meine Freundin hat Glück gehabt, die war gerade auf Arbeit und hat deswegen keinen Zettel bekommen. Sonst hätten wir beide nämlich den Zettel bekommen. So, jetzt habe ich nur den Zettel bekommen. Ich darf natürlich dafür blechen. Ich bin gespannt, wie teuer das wird, aber ich gehe davon aus, dass es nur so 10 Euro sind oder so. Es nervt mich trotzdem, weil, wie gesagt, also das hat mich heute so aufgeregt, nee, also was heißt aufgeregt? Eigentlich hat es mich gar nicht so krass aufgeregt, aber der Fakt, ich sitze den ganzen Tag an dem Video. Das Video wird, als ich es veröffentlicht habe, wird es gelb eingestuft. Das heißt, ich verdiene mit diesem Video kein Geld. So, dann ist der ganze Aufwand für umsonst und dann muss ich auch noch ein Bußgeld bezahlen und habe jetzt die letzten 3 Tage wahrscheinlich permanentes Minus gemacht. Das hat mich wirklich gestört. Ne? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, das hat mich wirklich gestört. Ich kann froh sein, dass ich mit meiner Krankenversicherung ab nächsten Monat einfach wieder einspare. Schrecklich. Sehr, sehr schrecklich. Das Einzige, was diese Leute mit diesen Briefen bewirken könnten, ist, dass mich das ein bisschen mehr verärgert. Ich muss mich hier ganz anders ausdrücken, als wäre ich gerade auf Twitch oder so. Ich werde euch jetzt nicht genau sagen, welche Personen mir da irgendwie Briefe geschickt haben oder sonst was. Wisst ihr, was das Krasseste ist? Meistens kommen so Sachen immer von den verheuchelsten und hinterhältigsten Personen überhaupt. Menschen, die meistens selber Dreck am Stecken haben, aber dann irgendwie versuchen wollen, euch zu ficken. Achtet mal darauf, die Leute, die euch schon auch im Umfeld oft kritisieren, oft versuchen so runterzuziehen und so, sind meistens diejenigen, die selber richtig viel Scheiß am Stecken haben. Bestes Beispiel, ich hatte damals so einen Kollegen, der kam mit seiner Freundin so zu mir. Alles war cool. Meine Mutter hat Tee für uns gemacht, amerikanischen Minztee. Die Story kenne ich tatsächlich. Die kenne ich. Beste Tee. Ganz süße Angelegenheit. Ne? Dieses Mädchen, ich sehe, dass Unge irgendwas gepostet hat und irgendein Mädchen schreibt da drunter, reagier bitte nicht auf das Video von ABK. In dem Video redet er total frauenverachtend oder sonst was, ne? Zu dem Zeitpunkt ging es nämlich um dieses Up-Red-Carina-Thema. Was ich so krass fand, ne? Ich gucke mir so diesen Tweet an, ich sehe so, das ist ja das Mädchen, das bei mir zu Hause war, die mit meiner Mama kurz geredet hat, die Tee mit uns getrunken hat. Die schreibt jetzt auf Twitter, ich wäre angeblich frauenverachtend. Mädchen, du warst bei mir zu Hause, wir haben miteinander ganz normal geredet. Hast gesehen, wie ich mit meiner Mutter umgehe? Wo bin ich frauenfach? Aber okay, kein Problem. Auch wenn ich manchmal Schwanzbilder verschicke, juckt mich nicht. Wisst ihr, was ich dann so krass fand? Genau dieses Mädchen, die sich so darüber abgefuckt hat und alles dafür gegeben hat, dass Unge auf mein Video nicht reagiert. Was mich ja eh nicht juckt. Ausgerechnet dieses Mädchen, die das getwittert hat, ne? Ihr Freund,
der nämlich damals auch bei mir war, hat mit mir damals um 5 Uhr morgens telefoniert. Dann sagt mir der Kollege, dass seine Freundin den angerufen hat und ihm immer damit gedroht hat, das Kind abzutreiben. Und das nur, weil sie wusste, dass sie damit den Kollegen von mir extrem verletzen würde, weil er halt das Kind auch wirklich haben wollte. Und dann willst du sagen, dass ich asozial bin, frauenverachtend bin und sonst was. Und ich weiß ganz genau, dass die Person dieses Video sehen wird. Und auch damals ein Kollege von mir gesagt, Bruder, deine Freundin soll die Beine stillhalten. Wollt ihr mich gerade komplett verarschen, Alter? Dass ihr da ständig irgendwie meint, bei mir aufmucken zu müssen, obwohl ihr die schlimmsten Menschen seid. Was für verlogene, ekelhafte Menschen. Und ich sag's euch so, wie es ist. Das klingt immer so klischeehaft, dass die Menschen, die immer die größte Fresse haben, immer dann auch am meisten Dreck am Stecken haben. Aber es ist einfach teilweise so. Oh, doch, wenn ich mich so an die ein oder andere Person erinnere, denke ich mir so, ja, da erkenne ich die ganze Geschichte wieder. Ja, jetzt nicht, vielleicht nicht so auf extreme Art und Weise, ne, was jetzt YouTube angeht, sondern auch so im privaten Umfeld. Auf jeden Fall, gab es schon das ein oder andere Ding. Vielleicht hat der ein oder andere das auch schon so miterlebt. Aber auf YouTube auch teilweise unangenehm, ja, was gerade so Anzeigen angeht. Manche übertreiben halt auch so maßlos, das ist so nicht nur so ein bisschen normal, sondern einfach so übertrieben. Und das hast du halt auf YouTube extrem oft. Auch eine heftige Sache, Just Lufo, grüß dich. Auch eine heftige Sache damals gewesen. Zum Beispiel mit Marine Reserve, Anonym Karias, also Anonym Chris hieß der. Und der hat auch die ganze Zeit mir nur mit Anwalt gedroht. Mit Anwalt gedroht, hat gesagt, ja, ich mache jetzt Anwaltsschreiben fertig. Ich hatte mir sogar wirklich ein Anwaltsschreiben mir geschickt und so. Er wahrscheinlich eher, um mich einzuschüchtern. Der wusste, dass er mich damit bekommt, weil ich habe zu der Zeit 200 Euro mit YouTube verdient und das war's. Ich habe kein BAföG bekommen, ich habe gar nichts bekommen, muss ich mal Zeitung austragen. Ich habe im Monat 240 Euro verdient. Ich will jetzt nicht komplett mich als Lost darstellen. Ja, aber derjenige hat mir auch die ganze Zeit mit Anwaltsschreiben und sowas gedroht, damit ich meine Videos offline nehme. Was ich dann letztendlich auch teilweise gemacht habe. Es ist sehr, sehr unangenehm, es ist sehr, sehr schade. Und ja, solche Menschen, die haben dann aber auch teilweise viel Dreck am Stecken und machen irgendwelche krummen Sachen im Hintergrund, wofür man die halt locker belangen könnte. Ne, das ist schon sehr, sehr komisch. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Anonym Chris das gemacht hat, aber es gibt schon so einige, die sowas Komisches machen. Und die anderen Sachen, die ich da jetzt noch im Hintergrund am Laufen habe, dazu sage ich lieber gar nichts, weil am Ende noch mehr Papierkram, den ich da machen muss. Die versuchen im Internet, mich dazu zu bekommen, dass ich irgendwann in diesen Mainstream reinkomme. Mich dem Ganzen anpasse, indem ich keine politischen Meinungen mehr äußere, indem ich mich kritisch zu manchen Dingen nicht mehr äußere. Die sagen immer, ihr müsst alles objektiv betrachten. Und dann fange ich an, irgend so eine Impfung ein bisschen in Frage zu stellen und werde direkt als Verschwörungstheoretiker dargestellt. Merkt ihr, wie krass indoktriniert die Menschen sind, Alter? Ich mache dann ein Video, wo ich auch objektiv bin und dann werde ich als Verschwörungstheoretiker dargestellt. Ah Mann, das sieht, meine Mutter ist doch sogar geimpft. Einfach meine eigene Meinung gewesen. Wisst ihr, was YouTube auch gefickt hat? Diese ganze Reaction-Scheiße. Jeder nur noch am Reagieren. Die leben von so Leuten wie mir. Aber am Ende, wenn denen was nicht passt, dann wollen die Leute wie mich ficken. Dazu kam, dass nur wenige Monate später das staatlich geförderte Institut für Medienpädagogik in einer Studie Folgendes über ihn berichtete. Sein Kanal eignet sich weder in Bezug auf sein persönliches Auftreten, noch in Bezug auf den respektlosen Umgang mit anderen YouTubern als Modell für Heranwachsende, da er in der Schwebe lässt, inwieweit seine rassistischen und sexistischen Äußerungen und schlechten Umgangsformen ironisch gemeint sind und wie er sich selbst zu rassistischen Handlungen positioniert. Besteht ein gewisses Risiko, dass Heranwachsende diese Normverletzungen als legitimes Mittel zur Herstellung von Aufmerksamkeit, wenn nicht gar als legitime Position verstehen. Auch sein provokanter und abwertender Umgang mit anderen Kanalinhabern kann nicht als positives Modell dienen. Guckt mal, ob diese Leute, die mich öffentlich beleidigt haben oder Lügen über mich verbreitet haben, ob die sich irgendwo in einem Video mal entschuldigt haben oder sonst was. Diese ganzen YouTuber, die entschuldigen sich nur, wenn der Shitstorm zu groß wird, wenn die zu viele Dislikes haben. Daran merkt man, dass die meisten von denen auch gar keine Reue im Herzen haben. Die entschuldigen sich nicht, weil die etwas wirklich bereuen. Die entschuldigen sich nur, weil ihre Community das möchte. Und deswegen habt ihr mich eigentlich auch noch nie vor der Kamera gesehen, dass ich sage, teilweise ja, ich sehe mich da tatsächlich nicht wieder, was das angeht, ja, weil ich habe ja mein Video auch offline genommen, habe mich ja auch entschuldigt, liegt aber wirklich daran, dass ich es bereut habe und, was heißt, dass ich es bereut habe, ich fand die Aussage mit der Depression zum Beispiel auch komplett scheiße. Ja, also, zum Beispiel bei diesem Impfvideo, ja, zu diesem Impfvideo, es war definitiv an manchen Punkten kein gutes Video, es war aber auch zum Teil eigentlich auch ein verständliches Video, weil meine Kernaussage oder das, was ich eigentlich das ganze Video über gesagt habe, war, dass man beide
Ansichten akzeptieren sollte. Ich persönlich war schon immer so, mir ist es scheißegal, ob ich mich impfen lasse oder nicht. Ja, ich kann es komplett nachvollziehen, wenn man sich impfen lässt. Ich kann es komplett nachvollziehen, wenn man sich nicht impfen lässt. Ich zum Beispiel war gestern impfen, ja, tatsächlich. Wer hätte es gedacht? Nee, ich war gestern wirklich impfen mit BioNTech. Werde mich dann in 3 Wochen impfen lassen. Gut, da bin ich vielleicht im Urlaub, da muss ich mal gucken. Ansonsten in 4 Wochen halt. Und dann bin ich ja durchgeimpft, was das angeht. Ja, das ist so die Sache. Mir persönlich war es aber auch schon immer, und das bin ich euch komplett ehrlich, mir persönlich war es schon immer egal, ob ich da jetzt einen Impfstoff reinbekomme oder nicht. Ich habe auch erstmal abgewartet, habe aber jetzt mich nicht auf eine Seite gestellt und habe gesagt, ja, das muss man machen oder das ist schlimm. Nee, mir war es schon immer relativ boogie. Ich habe da und da einen Fehler gemacht, weil mich vielleicht irgendwo ein paar Leute kritisieren. Draußen sollen die ihre Jimmers behalten. Solange ich für meinen Teil mit meinem Gewissen im Reinen bin, Kommentare von Pädagogen und Staatsanwälten in den Kommentaren. Ja, hau rein, Alter. An die Leute, die jetzt denken, dass die mich damit runterbekommen, weil die irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen Kindergarten im Hintergrund machen. Ich mach einfach weiter. Ich werde weiterhin hier versuchen, ein bisschen Kennex auf YouTube zu bringen, weil ich sag euch ganz, ganz ehrlich, Leute, Kennex-Content gibt's gar nicht mehr auf YouTube. Ich glaube, ich bin gefühlt der Einzige. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass wenn ich das nicht so mache, wie ich es gerade mache, dass diese Schiene, dieses, ey, verkauf dich nicht, bleib real, dass das ausstirbt auf YouTube. Weil auf einmal tragen alle Krawatte und Hemd und alles ist nur noch politisch korrekt oder nicht korrekt. Natürlich ist nicht alles gut, was ich mache. Ich weiß, es ist beleidigend und so, ist nicht cool. Manchmal ist es in meinem Körper so, in meinem Blut ist das so, auf meiner Zunge ist das so. Wenn ich so ein Wort sage... Die Musik im Hintergrund ist einfach SpongeBob-Musik. Ich bin euch ehrlich, da geht mein Herz auf. Das höre ich auch aus 100 Kilometern Entfernung. So, wenn SpongeBob-Musik kommt, dann beste. Dann tut das meiner Seele gut, dann ist das so... Oh, ich habe gerade ein Video gedreht. Weil wenn ich nicht so rede, dann ist es nämlich so... Das stimmt. Ich habe gerade einfach meinen Mund bewegt. Da kam kein Ton raus. Wenn ich so ein Wort sage... Also da stimme ich ihm komplett zu. Ich habe auch manchmal so Themen, da macht man es so auf Krampf. Dann schreibt man auch so ein Skript auf Krampf und es ist voll unlustig und man feiert es einfach. Ich feiere das dann selber nicht so, ne? Aber wenn ich so ein Thema fühle, dann macht es auch viel mehr Spaß. Wirklich, dann macht es viel, viel mehr Spaß. Man redet viel anders, man, keine Ahnung, man ist einfach viel offener, ja? Deswegen, das fühle ich auch, ja, ich feiere das auch. Ich finde das gut, dass aus offener Content, besteht, ja. Sage, nicht, dass du denkst, ich benutze das in meinem Alltag immer. Okay, doch, oder? Ich bin gerade nicht mehr so aktiv auf YouTube, bisschen lustvoll und kein Box. Sehe ich aber wiederum manchmal Nachrichten von Zuschauern, die sagen, ey, du hast mich voll motiviert, du unterhältst mich immer, du machst mir einen schönen Tag. Ich denke, boah, voilà. Aber wenn das wirklich ernst meint, dann süß, Wunder, dann würde ich das Video hochladen. Einfach nur, weil da ein Placement drin ist, damit ich Geld mache. Ja, Leute, aber wisst ihr, wie ihr mich motivieren könnt, YouTube weiterzumachen? Über den vielleicht jetzt ersten Link in der Beschreibung, mir einfach ein paar Euro spendet. Ey, ich hab mir überlegt letztens so, das wäre doch krass. Ich würde von jedem Zuschauer 1 Euro bekommen. Bruder, ich bin einfach Millionär. Ich hätte Kamera ausmachen können, ich hätte schlafen gehen können. Stimmt allerdings, ja. Ich würde einfach über 100.000 Euro haben. Ausgesorgt. Lass mal so als Challenge probieren, ob wir schaffen, dass mir jeder 1 Euro gibt. Und ich sage euch schon am Ende auch wirklich, wie viel Spenden ich von euch bekommen habe. Ich sage euch ganz ehrlich, Latona, ich brauche dieses Geld gerade im Hintergrund. Ich glaube, da sind ein paar Sachen, die kommen auf mich zu. Ich kann jetzt nichts sagen, aber wenn ein paar Kacke... Stellt euch jetzt mal vor, ne? Er macht damit... Also jetzt mal Real Talk, das würde mich mal wirklich interessieren, wie viel er da Geld gemacht hat. Stellt euch vor, so 50.000 Leute... Haben ihm 1 Euro gespendet. Das sind einfach 50.000 Euro. Real Talk, das ist krank. Das ist krank. Also natürlich, ich glaube jetzt auch nicht, dass ABK am Hungertuch nagt, was das angeht. Aber ich habe mitbekommen, dass die Strafen, die er zahlen müsste für so ein Anwaltszeug, dass das schon, das sind Summen im Spiel, die sind schon geisteskrank. Also da wäre ich auf jeden Fall pleite. Da würde ich auf jeden Fall ins Minus rutschen. Also zu 100% wäre ich im Minus. Deswegen, erster Link in der Beschreibung, wer supporten, wer spendet. Ihr wisst, ich bin radikal, ich bin ehrlich. Gebt einfach Geld, spendet, Bruder, wenn ihr Bock habt. Ich habe sogar noch Kontakt zu den Leuten, wo ich noch so aussah. So, wo ich noch zweite Klasse war. Auf jeden Fall, ich weiß jetzt gar nicht, ob dieses Video Hand und Fuß hat, aber ist ja egal. Wir wollen ja nichts gegen Behinderte sagen. Deswegen einfach jetzt mal so drauf losgeredet. Aber das sind so ein paar Sachen, wo ich gerade einfach darüber reden wollte. Scheiß drauf. Ja, okay, also das zur Brieffreundschaft mit dem Anwalt. Gut, also er hat jetzt keinen Namen genannt. Ja, also da gibt es auf jeden Fall einige, die man da so nennen könnte. Was, Reefed und Vic haben ihn angezeigt, oder? Nee, würde ich jetzt fast nicht sagen. Ich würde doch nicht mehr sagen, dass Reefed ihn angezeigt hat. Also ich weiß, dass jemand anderes ihn angezeigt hat, aber ich wüsste jetzt nicht, dass Vic und Reefed ihn angezeigt haben. Ja, da habe ich keine Ahnung. Aber schon QNV. Ja, QNV safe auf jeden Fall. Die werden sich jetzt im Hintergrund nur noch mit Anwälten und sowas auseinandersetzen. Okay, nee, also es ist auf jeden Fall, trotzdem ist es krass, also wirklich gerade bei YouTube gibt es so viel, die nehmen auch das Business krass zu ernst,
Also ich meine so, wenn man halt, das habe ich auch schon mal erwähnt, wenn man halt zu krassen Rufmord begeht und sowas, komplett verständlich. Aber manche nehmen es halt brutal ernst, ja. Zum Beispiel, du übst halt leichte Kritik an einer Firma, also was heißt an einer Firma, an so einer Internetseite zum Beispiel. Bei Just Nero war das der Fall. Da gab es das eigentlich MySkins, glaube ich. Und da wurde auch direkt mit dem Anwalt, das Anwaltsschreiben kam auch, ja. Und das hätte ein paar tausend Euro gekostet für uns. Für eigentlich nichts weiter. Also es ist schon heftig teilweise, was das für Ausmaß hat. Aline Bach.